geht. Alle Kroketten gemeistert mit Yuri.隠し味は何だって?だから愛情。料理は愛情だって世話になってる宿屋のおかみさんが言ってたんだ。たっぷり入れといたからな。心してくれよ。ユリの愛情たっぷりコロッケ。隠し味は料理人の命ですもの。教えたくないわよね。ま、大したもの入れてないんだけどな。 Okay, Yuri am Trollen, alles klar. Okay, hier hat sich was verändert. Das Tier ist offen. Ein massiver Zaun versperrt den Weg. Da müsste schon ein Erdbeben kommen. Ah, okay. Macht aber immer noch keinen Sinn, dass gesagt hat, da ist noch ein Zaun. Okay. Leiten sich eine Truhe. Sind die Gegner hier stärker? Zeig mal. Okay. Das war, okay, was haben wir hier? Oh, Vorschreien auf Hochtouren. Nichts wird man von meiner... Was? Nichts wird mich von meiner Forschung abhalten. Moment mal, so war das doch schon immer. Okay, cool. Noch so eine Puppe für... Für Repeat. Cool. Okay, ja, wie gesagt, ich gehe die ganzen Dungeons hier noch mal durch, um zu gucken, ob hier neue Monster und so rumlaufen. Bis jetzt, ich gehe die alle so nach der Reihenfolge ab. Hier bei diesem Abwasserkanal von Sophias in dem Wald, das ist jetzt erst die dritte Dungeon, wo ich hier durchrenne, und hat sich schon gelohnt, mehr oder weniger. Außerdem lerne ich ja gerade neue Sachen so ganz nebenbei. So, hab ich jetzt eine Abkürzung geschaffen? Ah, guck mal, jetzt bin ich hier. Cool. Muss ich irgendwann storymäßig noch mal hier hin? Oder warum ist das jetzt einfach hier so? Keine Ahnung. Ich tue mein Dings einsetzen, weil ich hier mal mich umschauen will in Ruhe. Ist hier noch irgendwas oder? Oh, Hasenohrflügel. Oh, die brauche ich für irgendwas, glaube ich. Ich glaube 15 brauche ich für irgendwas. Weiß noch nicht mehr was. Oh, hier ist nichts mehr. Okay. Schade. Alles klar. Okay, irgendwas passiert hier, wenn ich nicht diesen Ort hier näher. Also, Scheibe, zeig mal. Ah? Was ist los mit dir? Diese Blumen sind so hübsch. Hm? Das ist eine... Genau. Ich werde das nicht mal versuchen auszusprechen. Du hast ja eine ganze Menge mal Blumen, nicht wahr, alter Mann? Oh, es ist nur ein Hobby unter vielen. Hm, wie heißt es denn? Wie heißt denn dann dieses hier? Hör, eine Sekunde, das ist eine Tränentulpe. Und diese hier? Warum? Hm, das ist eine Regenbogenblume? Falsch, Popo nennt das Sisko und Schönfrucht. Du bist ja vielleicht ein Botaniker. Sie haben sich jetzt zufällig nicht erkannt. Für mich sieht sie eher so aus, als ob sie die 10, was auch immer, zufällig gekannt hättest. Nein, nein, wirklich. So, wie kommt es, dass du gerade dieses Nachtschattengewächs kennst? Ah, hört mir zu. Klingt so, als gäbe es dafür einen bestimmten Grund. Ja, schon. Nachtschattenpflanzen mochte ein alter Freund von mir damals bei den Rittern sehr gern. Das Thema meines Freundes war immer voll davon. Dann hast du also einige Freunde damals. Überrascht dich das etwa? Der arme alte Raven würde doch eingehen,
wenn man ihn alleine lässt. Oh Gott, wie soll man bloß reagieren, wenn ein erwachsener Mann anfängt, wie eine Maus zu wimmern? Du sagst einfach, oh Raven, du großes Dummerchen, du bist so süß. Ha, das trifft es wohl nicht ganz. Ah, Judith, liebes, du bist ja kalt wie Eis. Du meine Güte. Das mit dir und deinem Freund bei Rittern ist ein bisschen wie zwischen Flynn und Yuri. Naja, es ist nicht vergleichbar mit dem vorbildlichen Freundschaft dieser zwei Jungs, aber ja, wir waren Kumpels. Ich halte meine Freundschaft mit Flynn nicht für vorbildlich. Nicht, aber die Jugend ist vergänglich und das geht für jeden von uns. Diese Freundschaft liegt einen lange zurück. Oh, seid ihr etwa im Streit auseinandergegangen? Ja, das könnte man wohl so sagen. Willst du etwas ausmachen, ein paar von diesen für mich zu pflücken, junge Dame? Oh, aber sicher doch. Feuerlilie, Lieblingsblume von jemandem, den Raven gekannt, gern hatte. Wird diese Person auch diese hier mögen? Okay. Eine Person, die den ganzen Raum voll dieser Blumen hatte. Ich habe das Gefühl, als sollte mir irgendwie, weiß nicht, so einen Hinweis geben. Ich renne noch mal hier durch. Wie gesagt, ich stürme noch hier die ganzen Dungeons noch mal abklappern in Hoffnung, neue Monster zu finden. Bis jetzt war ich noch nicht so erfolgreich. Aber Cutscenes und einige Schätze hat es mir schon erbracht. Also ja. Mal schauen, da werde ich mir auch notieren, wenn ich irgendwo in einigen Orten noch einen besseren Ring des Hexers oder so brauche. Mal schauen. Alles klar, gut. Weiter geht's. Es geht. Alles klar, irgendwas passiert hier, sobald ich hier was untersuche. Also gucken wir mal. Oh, Schiegelpilz, den brauche ich für was. Schiegelpelz, ich habe Pilz gesagt, ne? Den brauche ich für irgendwas, für irgendeine Waffe, glaube ich sogar. Cool. Wenn es doch nicht das Glücksobjekt ist? Nee, das muss es sein. Die Wahrsagerin hat es gesagt. Aber was zum Henker soll ich damit anstellen? Was wirst du tun, Estelle? Ich nun. Ich würde vielleicht versuchen, ein Kleid auszumachen. Oh, cool, Kostüm. Aha, Lehren der See, Artikel 53. Oh, Entschuldigung. Okay, jetzt geht wieder. Ein Seefahrer gilt es zu ködern wie ein Fisch. Das ist es. Ich muss auch ein Kleid machen, mit dem ich meine Beute ködere. Patty? Wow. Kostüm. Was? Tada! Das sieht absolut putzig auf. Du siehst zauberhaft aus. Hey, jetzt bitte Yuri um eine Verabredung. Bist du das, Patty? Du siehst anders aus. Tatsächlich? Ja, was ist mit deinem schwarzen Aufzug passiert? Im Ernst, Yuri? Pat wirft sich in Schall und du fragst nach ihren eigenen Kleidern? Ich habe doch nicht gesagt, dass dieses Outfit hässlich ist, oder? Nein, aber darum geht's nicht. Acht auf deine Worte. Fang lieber an, etwas Nettes zu sagen. Warum? Weil du gesagt hast, sie sehe komisch aus, deshalb. Jetzt legst du mir die Worte in den Mund. Sieht aus, als würden sie streiten, aber es ist zu verspielt. Dann brauchen wir einen Plan C. Hingucker.
Okay, cool. Hat sie verputzt sich aus. Das gebe ich ihr direkt. Hier sieht sie gar nicht mehr so aus wie vorher. Warte mal. Geht diese Süße im Park spazieren oder etwa essen? Zeit zu ködern, damit sie ins Netz geht. Okay. Ja, der Hundeschwanz natürlich. Okay, warum nicht? Cool. So, der rechte Barkeeper will irgendwas von mir. Los, komm. Sieh mal einer an, wenn das nicht die hellmutige Pizzeria ist. Die hellmutige Vesperia. Nein, ich mag den Namen irgendwie besser. Ihr müsst entschuldigen, Namen konnte ich mir noch nie merken. Braucht die Arbeit? Ja. Ihr seid also breit, ja? Mal sehen. Oh, genau, da ist diese eine Sache. Stimmt was nicht? Nö, ist nur so. Die Anfrage kommt direkt von der Union selbst. Bedeutet das, ist ein schwerer Job? Nicht unbedingt. Es bedeutet eher, dass der Kunde nicht unbedingt mit der Arbeitsweise der Union und der Gelde vertraut ist. Ich möchte eine bestimmte Gilde kontaktieren. Mimula. Warum hat die Union den Job an dich weitergeleitet? Diese Person hat dich direkt an der Union an die Union gewandt, um den Kontakt zu hier gewährten Gilden herzustellen. Und die Union ist keine Heiratsvermittlung zwischen Gilden und Kunden. Warum ist der Auftrag dann hier gelandet? Weil wir ja neuere Gilden helfen, die allein noch keine Arbeit finden. Ach, das ist es also. Also was denkt ihr, sollen wir den Job übernehmen? Was meinen die mit bestimmte Gilde? Tut mir leid, dass er fährt nur die Gilde, die den Auftrag annimmt. Die Entlohnung sind 6000 Gold, nehmt ihr an? Ja. Die Kunde ist nicht gerade in der Nähe, schafft ihr das? Wo ist sie denn? In der kaiserlichen Hauptstadt, Saphias. Das bedeutet, du kennst diese Mimula doch nicht etwa, oder Yuri? Nein, den Namen habe ich noch nie gehört. Oh. Vielleicht erst kürzlich zugereist. Schauen wir uns das an. Mit Bauzief ist es nur ein Katzensprung. Wuff. Also dann gehen wir. So. So, ich habe in letzter Zeit ein paar neue Dinger hergestellt. Kann ich jetzt neue Sachen hier herstellen oder kombinieren oder was weiß ich? Oh ja, kann ich. Gefährlich am Bandpaket. Okay. Ich habe so eine Augenklappe, glaube ich, hergestellt. Deswegen kann ich die mit dem Hut irgendwie verbinden. Alles klar. Gut, dann ab nach Saphias. Machen wir mal ganz schnell. Ohne Cut und so was alles, ne? Und ja. Machen wir diese Mission noch. Was auch immer wir machen müssen dafür. Die ganzen Gilden-Quests. Die waren bis jetzt ja noch nicht so schwer. Also ja. Ist bestimmt, weiß nicht, ein paar Minuten erledigt. Mit Cutscene und so. Raus hier. Gut. Ab nach Saphias. Wenigstens wird mir ja direkt gesagt, wo ich auch hin muss und was ich machen muss. Ne? Also was ich machen muss, wird mir noch nicht gesagt, aber gut. So. Weiß jetzt nicht genau, wo ich hin muss. In der Unterstadt. In der Mitte irgendwo. Fangen wir von hier an. Irgendjemand, der neu aussieht. Ja, muss ich so schwierig sein. Du standst, glaube ich, vorher noch nicht hier. Du bist doch dieser eine Typ. Ihr da, es ist Schicht im Schacht für... Oh, Moment. Wir sind gerade auf geheimer Mission unterwegs. Alles so, unsere Untersuchungen anti-kaiserlicher Antiquitäten sind streng vertraulich. Möchtest du den deinen Jungs vielleicht noch mal mit der Bedeutung des Wortes geheim vertraut machen? Narren! Also, das tut mir leid. Entschuldigung, Sir. Womit habe ich das verdient? Wie ihr vielleicht seht, habe ich keine Zeit mit euch zu plaudern. Es geht ja ab, sorgen diese Extremisten mal wieder für Ärger. Ja, Sir, Captain Raven, Sir, sie richten mehr Unheil denn je an. Also uns wurde berichtet, dass sie in der Unterstadt herumgeschlichen sind. Na dann, ihr werdet das schon schaffen. Viel Glück. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, von den Prinzessinnen und den Captain persönlich gelobt zu werden. Danke für die gnädige Güte. Extremisten, ja, sind das die Typen, die Bomben legen, Leute verletzen und Panik in der Stadt verbreiten? Genau die. Wir haben eine Weile nichts von ihnen gehört, aber sie sind wohl wieder aktiv. Gibt es wirklich Leute, die so etwas tun? Ja, ich verstehe.
Ich verstehe ja, dass sie vom Reich nicht begeistert sind, aber sie dürfen uns keine Unschuldigen mit hineinziehen. Im Gegensatz zu den Gilden sind die eine unorganisierte Haufen. Leute, die sich oft angegriffen fühlen, neigen dazu. Dadurch ist es schwer, sie ein für alle Mal auszuschalten. Naja, wir haben ja auch keine Ahnung. Sollten wir das nicht den Rittern überlassen? Stimmt wohl. Sie können auf uns zählen, eure Hoheit, Sir. Okay, ich glaube nicht, dass das die Quest war, die ich machen musste. Also gucken wir mal weiter hier. Irgendwo neue Leute sind. Nicht du? Oh, tatsächlich. Oh. Synchronisation, da muss ich mal im Fernsehen wieder lauter machen. So, ja. Nanano, Anta, Dachi. Union, die Schigotomoyauke, wir sind die hellmutige Pizzeria. Zuibun, Matasareta, wa? Matasareta, Bun, wa, Hoshu, Kara, Sashi, Hito, Kara. Ich mich auf den Arm nehmen. Sono Harenchina Kakko no Onna mo Bure Nanchara no Ichin. Ara, nanika mondai de mo? Nai wa yo bezu ni. Sore de honto ni shigoto hiki ukete kureru no yo ne. Shigoto no naiyo wa? Uchi no hitsuji no Sebasu ga aru gildo to no koushou ni itta kiri kaette konai no. だから連絡取りたいんだけど、正直誰も行きたがらないのよ。ご自分で行かれてはいかが？楽しいわよ。ちょ、冗談じゃないで。そんな得体の知れないところ、行きたくないわ。そんなところへ行けってか？下民は貴族の言うことを聞いてればいいのよ。その貴族様がなんで下町にいるんだよ。それは。 でもいいでしょ。それで、そのギルドってリバイアさんの爪っていうギルドよ。リバイアさん。セバスの無事はともかく、交渉がうまくいってるのか、それだけでも確認したいのよ。その交渉って何？あんたらには全く縁のないことよ。いいけどな、厄介事はごめんだし。 とりあえずそのセバスって人を取り戻せばいいのね。そうよ。リバイアさんの爪ってことは背徳の館か。一体どんな危険な遊びをやってるのかしらね。あんたらには関係ないって言ってるでしょ。あんたらは依頼人の言う通りに仕事してればいいの。出過ぎた態度でしたわ、お嬢様。<笑> わかったよ、ラピード。行こうぜ。うん。夜空に瞬くブレイブベスペリアの名にかけて、お仕事お引き受けします。何それ、ダサ。素敵なお召し物のお嬢様は、さぞ素敵なセンスをお持ちなんでしょう。なんかムカつくわ。あんたらか。 Was ist mit da los, ey? Die ist viel zu extra, wenn ich so gefühlt. Freut sie sich in, weiß ich nicht, Freezer oder so. Ja, war nicht Freezer, aber irgendjemand anders. So, vielleicht Caesar aus One Piece. Da wird ja auch von Freezer gesprochen in der japanischen Version. Oh, oh, oh. So gut, nicht verruchten Haus, ich weiß nur so ungefähr, da war ich ja letztens erst. Einfach nur, da waren sogar noch einige Waffen, die ich gefunden habe. Hatte ich zwar alle schon, aber ja, weiß nicht. Ich bin dann jedes Verlies hier noch mal reingegangen, um zu gucken, ob irgendwie was. Hi. Hey Jungs, seid doch die heldenmutige Pizzeria. Wie schön, dass ihr euch erinnert. Der Boss ist nicht mehr da. Es gibt also keinen Grund für euch, hier weiter herumzuschnüffeln. War ja vor kurzem jemand namens Sebastian? Hm, nie gehört. Moment, du weißt so gut wie ich, dass wir keine Ahnung haben, was wir mit den Typen machen sollen. Dann ist er hier. Wir haben ihn hier unter Hausarrest gehalten, als Jäger noch bei uns war. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was er hier noch soll.
Was redest du? Du sprichst mit Jägers Mördern. Jäger ist tot und weg. Wir müssen der Realität irgendwann ins Auge schauen. Aber wir haben eine Bedingung. Eine Bedingung? Wir möchten ein Bündnis mit einer Gilde namens die Seelenschmiede eingehen. Dann sollten wir einen Haufen von Waffenschmugglern helfen. Na dann, komm und versuche hier reinzukommen. Nun macht alle halblang, Leute. Wir brauchen Waffen, um uns gegen die Monster zu verteidigen, oder? Ohne Jäger haben wir keine andere Überlebenschance hier draußen. Die Seelenschmiede, kennst du die Gilde? Klar doch, sie sind eines der 5 Meistergilden, die sind auf das Schmieden spezialisiert. Aber im Gegensatz zu den anderen Gilden bleiben sie lieber unter sich. Sie haben eine Schmiede tief in einen Berg gebaut und leben immer noch dort, versteckt vor dem Rest der Welt. Genau, wir brauchen jemanden, der sie für uns findet. Ich möchte, dass wir jeden Berg auf dem Planeten absuchen. Na klar. Ich glaube, der alte Raven hat noch einen Ass im Ärmel. Ach komm. Hey, das ist die Nummer 2 in der Union. Das sieht ganz nach einem Papa weiß am besten Situation aus. Sag bloß, du hast unseren ersten Kunden, Yu, bereits vergessen. Er könnte einiges wissen. Dieser Typ? Können diese Augen lügen? Also, wenn wir die Seelenschmiede für euch auftragen, dann lasst ihr den Butler frei. Genau, warum auch nicht? Ja, toll, sag mir. Ja, auf den Arm nehmen, jetzt gehauen. Oh, jetzt kommt ja auch noch auf mich los. Was ist das denn für ein Dreck? Muss ich schon. Jo, ja, wo ist nochmal Jo? Ich weiß das nicht. Hey, ich weiß nicht, wo Jo nochmal war. Der Name sagt mir was, aber. War der in Dingens? In, Kapunor. Der Typ, für den wir die erste Quest haben wir, glaube ich, von diesen Dings hier in Mantaik angenommen. Die erste Gildenquest haben wir, glaube ich, hier angenommen. Also muss er irgendwo hier sein, oder wie? Bist du Jo? Nee. War doch hier irgendwo, oder? Weiß er doch nicht mehr. Jo, wo ist der? Ja, mit dem los. Ja, dann werde ich mal auf Screen suchen, wo der ist. Hey, du standst vorher noch nicht hier. Bist du Jo? Hallo. Ah, meine treue Liefergilde. Das ist jetzt etwas direkt, aber du gehörst du der Gilde der Seelenschmieden an. Seelenschmiede. Oh, er meint die Gilde der Schmiede. Nein, tut mir leid, mit denen habe ich nichts zu tun. Raven. Dieses Buch, das die Jungs für dich abgeliefert haben. Es war kein normales Buch, stimmt's? Darin waren Gildencodes notiert. Ihr habt in das Buch geschaut und Moment, du kannst Codes lesen? Mit Gildencodes haben Gilden früher miteinander geheim kommuniziert. Aha, gar nicht dumm. Und die Seelenschmiede sind die einzige Gilde, die sie immer noch verwendet. Waffen geschärft mit Vorsicht war immer das Motto unserer Gilde. Diejenigen, welche die besten Waffen erstellen, müssen immer neutral bleiben. Aber dann bist du einer der Schmiede. Das bedeutet, dass auch der Empfänger des Buchs Nobis ein Mitglied ist. Mir scheint, das Spiel ist, wie man sagt, aus. Die Klaue des Leviathan möchte sich mit euch unterhalten. Aha. Unser Boss hat nie viel von Jäger und seinen Unberechenbarkeit gehalten. Ah, na dann. Ich habe gehört, Jäger ist tot. Vielleicht ändert das die Situation. Es kann nicht schaden, sich mit ihnen zu treffen. Hey, das brauchen wir schriftlich. Sie möchten einen Beweis, dass wir einen Seelenschmied getroffen haben. Na, wenn es sein muss. Bitte sehr. Diese Unterschrift steht für den Willen meiner Gilde. Zusammen mit dem Ruf unserer Gilde sollte das ausreichen. Wie von der Klaue des Leviathans. Dann sollten wir zurück zum Gutshaus der Verruchten. Das nenne ich doch mal eine Ansage. Ist immer noch besser als weiß nicht. Zu sagen, oh, was machen wir denn jetzt als nächstes? So, ja, war ja klar. So. Dann gehen wir nochmal da rein. Jo, schwing die Hufe. Ist das Sebastian? Wir haben Neuigkeiten von den Seelenschmiede, also lass Sebastian frei, ja? Wie, kenne ich dich?
Wir haben einen Deal abgeschlossen, Bursche. Keine Ahnung, wovon du redest. Sie spielen mit uns. Aber ihr habt versprochen, Sebastian freizulassen, wenn wir einen Kontakt zur Seelenschmiede herstellen. Ihr meint den Typen, den der bei mir war. In der Klaue der Leviathan gibt es nur die Zukunft für solche Verlierer. Dann hast du... Okay, dieser Typ muss weg. Pass auf, was du sagst, Junge. Zeig mal, was du kannst. Ehrlich. Plomb. Ja, komm her. Du Plombe, ich hau dich kaputt. Geht weg. Blip. Und zack. Ja, der Tod. Ja. Das, ja. Das war, ja, wie zu erwarten. Sehr einfach. Halte durch, wie geht's dir? Wer seid ihr? Wir sind die heldenmutige Vesperia. Bist du Sebastian? Genau der, aber wie habt ihr deine Chefin an uns beauftragt, dich zu holen? Meine Herrin hat euch geschickt? Das ist ja ein Zufall. Oh, das stimmt, wartet ja einen Moment. Hier bin ich. Hey, Moment, was ist mit dem ganzen Gepäck? Oh, nur etwas, das ich fast vergessen hätte. Das ist ein ziemlich großes Etwas. Ehrlich, stört euch nicht daran und ich schulde euch Dank. Wuff. Ja, auch ich rieche Ärger. Wir sind nicht verpflichtet, jede Verrücktheit mitzumachen, oder? Das frage ich mich auch. Es heißt ja, der Kunde hat immer recht, aber... Also lass uns unsere Belohnung von unserer Lieblingsadeligen kassieren. Naja. Also zurück nach Sophias. Ja, finde ich eine gute Quest. Mal genau sagen, wo ich hin muss. Damit ich mich nicht verirre. So muss das. So, nein, nicht Mittelstadt, Unterstadt. Da. Will ja nicht extra noch irgendwie einen Weg zurücklegen. Das wäre doch voll nervig. Ja, dieser dunkle Himmel, ne? Dieser rot, violette, purpurne, pinke Himmel. Sehr bedrohlich. So. Keuch, you. Psst. Dank dem bunten Haufen, den sie zu meiner Rettung ausgesandt haben, konnte ich mich mit guter Beute davon machen. Gut gemacht, Sebastian, mein Lieber. Ich werde den kaiserlichen Narren eine Lektion erteilen. Keiner soll es wagen, auf meine Familie abzusehen. Ihr müsst aber auch der Klaue der Leviathan Anerkennung zollen. Sie haben eine sehr hübsche Waffensammlung. Das sollte auch diesen reizbaren Extremisten gefallen. Mit uns an ihrer Seite wird ein neues Zeitalter für das Reich aufgehen. Hehehe. Und in diesem Zeitalter werde ich auch als Blume des Aals wieder blühen. Das drecksverschmierte gemeine Volk wird gar nicht mitkriegen, was ihm gerade widerfahren ist. Sie wollen das Reich zu Fallen bringen? Du hast mal gesagt, dass es der Kaiser ist, der ihr Adelstand offiziell bestimmt. Stimmt das? Das heißt, wenn sie das Reich stürzen, wird auch sie keine Adlige mehr sein. Vielleicht hat sie ein Auge auf den Thron geworfen. Und was wollen wir dagegen machen? Wenn eine Gilde angeheuert wurde, ist sie darauf beschränkt, den Job zu erledigen und den Lohn zu kassieren. Aber sollen wir einfach so tun, als ob wir nichts von ihren Umsturzplänen gehört hätten? Keine Sorge, Prinzessin, diese Extremisten werden nicht viel Ärger machen. Mit viel Glück erzeugen sie ein wenig Panik und dann werden die Ritter sie fertig machen. Glaubst du das wirklich? Warum nicht einfach die Entlohnung kassieren und abhauen? Sind das die Worte eines früheren Captain der Ritter? Hey, du redest hier mit einem strengen Utilitaristen. Naja, wir sollten keine Zeit verschwenden und es sofort den Rittern mitteilen. Was denkst du, Chef? Ich weiß nicht. Habe ich jetzt die Wahl, soll ich den Rittern oder ich gehe einfach darunter? Hey, wir haben den Auftrag erledigt. Schön, schön, willkommen zurück. Ah ja, vielen Dank für alles. Hehehe. Wir würden nur gerne abrechnen, wenn es dir nichts ausmacht. Ihr wart gar nicht schlecht, trotz eurer Herkunft. Es war aber auch nicht besonders schwer. Juri. Oder macht ihr es nicht? Ich dachte, Bettler können nicht wählerisch sein.
Ich passe. Nein, ich kann es nicht annehmen. Juri? Was soll das heißen? Du nimmst meine sehr wohltätige Entlohnung nicht an? Oh, dummes Volk. Oh. In diesen Zeiten ist es besser, vorsichtig zu sein. Ja. Oh. Die lasse ich heute aber keine Wahrzahlung wert ist. Okay. Keine Ahnung, dann suche ich mal irgendwo einen Ritter. Guck mal, ob ich verpetzen kann oder so. Keine Ahnung, du. Oder du. Ey, du bist Dings. Stimmt, die haben ja nach jemanden gesucht. Juri Lowell. Komm, also, komm uns nicht in die... Nicht bei uns ihrer Pflicht in die Quere, was? Wir hätten uns besser nicht vom Wachhalten ab. Haltet den Mund, ihr beiden. Fidel A und Fidel B sind immer für einen Lacher gut. Also, was hast du gesagt? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier rumzulangen und öffentlich Bedienstete zu belästigen? Das ist falsch verstanden. Wir haben Unterstützer der Extremisten gefunden und wollen das nur melden. Ihr was? Also, das ist von äußerster Wichtigkeit. Gehen wir alle zur. Halt, wollten die Sympathisisten sich auf. Suchten in der Straße neben der Gaststätte. Also, das ist jetzt wirklich wichtig. Und auf geht's. Entschuldigt wegen vorhin. Vergiss es. Macht mich stolz, Ritter. Hi. Hätte ich trotzdem das Geld nur annehmen können vorher. Lass mich los, ich bin adelig. Wie wagt ihr es? Uff. Ich weiß gar nicht, worüber die reden hier Alles klar. Hi, Doki. Okay. Dann haben wir die Quest erledigt, nehme ich an, ne? Warte mal, ich gehe mal da gucken. Vielleicht sehe ich die dann noch so. Wow. Fasst mich nicht an. Nö, sind weg. Alles klar. Gehe ich noch mal hier raus, gucken, ob ein Skit aufploppt oder so. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Gehen wir mal weiter. Ich gehe noch mal zu diesem Barkeeper zurück. Vielleicht kriege ich ja direkt eine neue Quest oder so. Mal gucken.
Da kommt, glaube ich, nicht mehr so viel in diesen Part rein. Alles klar. Der hat tatsächlich noch was für uns. Wie sieht's aus, heldenmutige Vesperia? Wow, kannst du jetzt endlich merken, wer wir sind? Na klar, ich meine, habe ich hier etwas, was auf dem euer Namen steht. Was? Nur nicht aufregen, ja. Es ist von einem Lieutenant der kaiserlichen Ritter. Was das wohl sein mag? Hä? Von wem ist das? Oh ja, hier ist eine Nachricht. Mal sehen, liebe heldenmutige Vesperia, wir hoffen, alle eure Projekte sind vom Erfolg gekrönt. Überspringen den Teil, was wollen sie? Na gut, vielen Dank für die Unterstützung bei der Festnahme von antikaiserlichen Elementen. Achtung, euch konnte eine Verschwörung zum Schutz der Regierung verhindert werden. Eine finanzielle Belohnung von Gilden durch die kaiserlichen Ritter ist strengstens verboten. In den meisten und im Namen meiner zwei Untergehenden möchte ich euch unserer tief empfundenen Dank ausdrücken. Ah, ist also gut, dass ich das nicht angenommen habe, ne? Aber ich nehme an, dass so oder so wird das weitergehen, ne? Die Questreihe, sag ich mal. Ich freue mich bereits auf zukünftige Zusammenarbeit. Viel Glück und alles Gute, Leblanc. Oh, wie höflich. Zukünftige Zusammenarbeit? Wobei sollen wir denn bitte zusammenarbeiten? Der Auftrag für Mimula ist erledigt. Ich schätze, wir müssen das als Ersatz für die Entlohnung für diesen Auftrag ansehen. Es geht mich ja nichts an, aber es ist etwas ganz Besonderes, von Ritter so eine Nachricht nach Dangris schicken. Hier gibt es Typen, die die Aufmerksamkeit des Reiches lieber nicht haben wollen. Passt also auf euch auf. Keine Angst, darum geht es gar nicht. Ein gutes Gefühl, endlich etwas Anerkennung für die harte Arbeit zu bekommen, was, Yuri? Jawohl, hoffentlich geht es weiter so. No, okay. Ach, hier habe ich jetzt die Belohnung bekommen, okay. Geht aber immer noch weiter. Ja, wenn das nicht meine Lieblingsskill ist. Ihr Jungs habt in letzter Zeit ganz schön auf Trab gehalten. Ich wette, bald kommt ihr selbst genug Anfragen und müsst nicht mehr herkommen. Sucht ihr einen Auftrag? Ja. Na, wie klingt das denn? Ich habe etwas extrem Wichtiges vergessen. Bitte geht und holt es. Markham von der Ruinenpforte. Ein zerstreuter Kunde, was? Ernsthaft, kann er sein Zeug nicht selbst holen? Er muss irgendwelche mildernden Umstände geben. Ja, das stimmt. Außerdem wäre das ein offizieller Auftrag. Eine Anfrage der Ruinenpforte, die stecken doch hinter dem ganzen Ärger am Kolosseum. Wir sind auf Jägers Schauspielerei total reingefallen. Erinnere mich bloß nicht daran, alter Mann. Aber wir haben Jäger besiegt, also sollten wir jetzt alles in Ordnung sein, oder? Ich hoffe doch. Seid ihr euch einig? Es werden 5500 Geld bezahlt. Wie sieht es denn aus? Wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen, dass die Leute der Ruinenpforte am Hauptsitz der Union sind. Sie werden euch das Wesentliche erklären. Ich hab's. Okay, got it. Ne? War wahrscheinlich die Übersetzung, ne? Jetzt hast du wieder den Namen vergessen. So, wir sind eine Gilde. みんな頑張ってます。確かにいい味は出してると思うけど、味って何味です？ガキンチョが大ボケ、クリティア女がコボケ、ユーリがツッコミ。そういうことですか。味っていうから今晩のおかずのことかと思いました。さながらあんたは天然ボケってとこね。リタは超ツッコミです。私は入らないわよ。そんなお笑いグループ。ギルドだよ。 Ich dachte, Yuri würde das ein bisschen lockerer sehen. Wenn jemand über die Gilde erzählt, aber der hat sich auch echt verteidigt. So, wir sind eine Gilde, verdammt. So, Hauptsitz der Union, das ist doch hier, ne? Also sind die irgendwo hier. Ja, wow, ich weiß ausnahmsweise mal, wo ich hin muss. So, ihr da oben, ihr wart noch nicht hier am Stehen. Hi, wir suchen Herrn Markham. Ich bin Markham. Wer seid ihr? Mark, du weißt schon, den Auftrag, den du erteilt hast. Kennen wir uns? Ich bin Marks Freund, Joshua. Ihr seid hier wegen meiner kleinen Annonce bei der Union? Genau, das sind wir. Wir würden gerne genaueres erfahren. Bei meinem letzten Besuch am Ausgrabungsort habe ich meine Schaufel vergessen. Ich möchte, dass ihr sie holt. Sagst du Schaufel?
Genau, Schaufel. Manchmal wird sie auch Schippe oder Spaten genannt. Das ist alles? Was meinst du mit das ist alles? Das ist eine ernste Angelegenheit. Etwas mehr Respekt, bitte. Hey, Mark, beruhige dich. Beruhigen? Er tat so, als ob das wertvolle Werk zu unserer Zukunft wertlos wäre. Das habe ich auch gehört. Aber atmet erstmal tief durch. Wenn das Teil so wertvoll ist, warum hast du es dann überhaupt vergessen? Naja, es war so. Er wurde vom Monster angegriffen und musste sie zurücklassen. Er hat den ganzen Heimweg lang geweint. Natürlich wollen wir gerne selbst gehen und die Schaufel holen, aber ohne Hilfe haben wir keine Chance. Warum nicht die alte Schaufel abschreiben und eine neue kaufen? Wenn du das Geld hast, um uns zu bezahlen, müsste eine Schaufel doch allemal drin sein. Wisst ihr, was ihr da sagt? Wenn das Werkzeug nicht perfekt in der Hand liegt, ist die richtige Arbeit unmöglich. Es ist nur eine Schaufel, aber es ist viel mehr als nur eine Schaufel. Es ergibt keinen Sinn. Ohne Schaufel habe ich keine Arbeit, bitte. Okay, dann machen wir es. Man kann sich die Aufträge nicht immer aussuchen. Du willst doch nicht. Hey, warum nicht? Du klingst endlich wieder wie ein Boss. Hehe, ehrlich? Lobe ihn nicht zu sehr, das steigt ihm noch zu Kopf. Im Namen der hellmutigen Vesperia, der des hellsten Sterns am Firmament, nehmen wir diesen Auftrag an. Der Ort ist der Tempel von Baktion auf dem Kontinent Hymponia. Ich bin in euren Händen. Na klar, wo sollten sie auch sonst sein? In welchen Teil des Tempels? Ich glaube, ich bin nach Norden gegangen, sobald ich unter der Erde war. Ich ging noch einen Stock tiefer und habe den Bereich dort untersucht. Das sind etwas ungenaue Informationen. Ihr erkennt meine Schaufel auch am Namen, der auf ihr steht. Da müssen uns die Hinweise wohl ausreichen. Baktion, das ist doch dieser eine... dieses Labyrinth-ähnliche Dinge, ne? In einer Tempel, weiß ich nicht, wo du so eine eigene Karte hattest und so. Ich hatte, da waren auch noch, glaube ich, einige Wände, ne? Ah, kann ich die jetzt kaputt machen mit meinem Ring des Sexers? Das stimmt. Da waren nur so einige Wände, die man, die so ein bisschen wie so Risse hatten. Kann ich die jetzt mit meinem Ring des Sexers kaputt hauen? Das wäre natürlich sehr gut. Okay, ich hoffentlich, weiß ich nicht, ein paar neue Sachen da. Ich glaube, wir müssen die Dungeon dann aber komplett auf den Kopf stellen dann. Weil da war noch riesig der Ort. Aber ist auch kein Problem. Baktion da. Gut, da bin ich auch letztens mal reingegangen. Also, ja, da bin ich gar nicht reingegangen. Fällt mir gerade auf, sonst hätte ich das ja mal. Ich glaube. Sonst hätte ich ja also nicht stimmt, ich bin hier reingegangen, dann habe ich eine Cutscene gesehen und dann habe ich irgendwie so aufgehört hier durch die Gegend zu rennen erstmal, weil ich das erstmal abhaken wollte. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Hier bis hierhin war ich, glaube ich, noch überall. Dann bin ich in Mount Temsa reingegangen, dann kam eine Cutscene, habe ich natürlich wieder ausgemacht und ja, da habe ich gedacht, ja, ich mache meine Aufnahme an. Nächstes Mal, wenn ich da reingehe. Hat jetzt zu diesem Zeitpunkt, in dem ich das entdeckt habe, keinen Bock. Aber da muss ich auch noch machen. Deswegen war ich noch nicht hier drin. Alles klar. Blöd ist, wenn jetzt hier neue Monster auftauchen. Ich habe nur drei, ehrlich. Das ist nicht, bist du ein neues Monster? Denn ich habe übrigens auch mal, ich habe ein bisschen gesündigt. Ich habe online mal nachgeguckt und zwar wegen, es gibt ja ein Buch des Monsters und ich laufe schon die ganze Zeit rum und brauche irgendwie Materialien, so Sachen wie Bärenklaue zum Beispiel. Und Bärenklaue, weiß ich nicht, brauchte ich schon für eine ganze Weile für irgendwas. So, kann ich da kaputt machen? Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum habe ich das noch nicht? Weil das ist doch schon eine ganze Weile her, seit ich zum ersten Mal Bärenklaue brauchte, ne? Für irgendwas. Okay, ich muss ja mal gucken. Deswegen habe ich mal irgendwie so eine Wikipedia-Seite, mal so ein Buch der Monsterliste so nachgeschlagen. Und bin mal so einige Monster so abgegangen, welche mir noch fehlen. Und dann habe ich herausgefunden, dass man viele dieser Monster
in einigen Kontinenten ihr findet, wenn man ja, wenn bestimmtes Wetter ist, ne? Und ja, so bin ich dann über einige Monster gestolpert in einigen Kontinenten, die ich noch nicht gefunden habe. Weil nicht, wenn ich das nicht so nachgucke, hätte ich das wahrscheinlich nie im Leben gefunden. Also meinetwegen habe ich jetzt einmal mich, weil ich habe ich jetzt nicht so, als ich mich hier gespoilert hätte wirklich oder so. Warte mal, wo bin ich hier? Wieso komme ich jetzt hier nicht? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie die Story oder so gespoilert habe. Ich habe jetzt geguckt, wo sind einige Monster, die ich verpasst habe. Bin dadurch über einige Materialien gestolpert, die ich verpasst hätte, die schon seit Ewigkeiten hätte finden müssen. Und ja, mein Gott. Da wurden wahrscheinlich auch irgendwie, weiß ich nicht, noch zukünftige Bosse und so was alles gelistet, aber das habe ich alles so überflogen. Weil das will ich ja ganz offensichtlich nicht alles sehen. Also Sachen wie, ja, ich glaube, ich will noch mal zurück zum Eingang. Aber ja, so einige Monster hier, die ich noch nicht hatte, habe ich nachgeschlagen und ja, habe einige Materialien bekommen, einige neue. Und das war's. Ne? Hier so, weiß nicht, rahmschwarze Tinte oder pechschwarze Tinte oder so. Gehe ich von irgendeinem Monster irgendwie nur auf einer Insel irgendwie rumläuft, glaube ich. Und ja, bevor ich das Material nie irgendwie bekomme, habe ich dann doch mal kurz nachgeschaut, ne? So, muss ich alle die Dinger ja anmachen oder so. Ich weiß nicht mehr, was es hier mit auf sich hat. Ich hoffe, ich muss sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder irgendwie sowas anmachen. Die gehen nach einer Zeit wieder aus, also bringt es halt irgendwie nicht so. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt zwei Truhen. Roten Geki. Die haben wir noch nicht, bin ich mir ziemlich sicher. Ist aber nicht so stark sein. Vitalität 2, Geist 2. Cool. Endlich mal was Vernünftiges. So an Fähigkeiten. Hier geht eine Treppe nach unten. Wow. Ja, das sind zum Beispiel auch so Viecher, die habe ich. Ich bin doch schon mal hier reingegangen, nur halt. Nur bis zum Eingang, da habe ich diese Viecher gefunden. Die hinterlassen irgendwie so Sterngeme und so. Die brauche ich irgendwie für eine Waffe. Habe ich mir so ein paar zusammengefarmt. Ja, das war es dann auch schon. Also, jetzt wäre ich ja nie über die gestolpert, obwohl jetzt bin ich sowieso hier reingegangen. Also wäre ich vielleicht doch irgendwann über die gestolpert, aber ja. Was soll man machen? Ich habe es jetzt nachgeguckt und was soll's. Ach. Ich habe keine Dingens übrigens. Ich habe einen nur noch, ich habe keinen mehr. Hier sind mir doch ein bisschen zu viele Sachen zu erkunden. Was hat's mit diesen Dingern auf sich? Ich verstehe es nicht. Gott, hier irgendwie alles zu finden, ist unmöglich. Für mich jedenfalls. Fühlerschutz. Ach, das ist für Dings, ne? Zum Kleiden.
Fühlerschutz, irgendwie sowas. Ein Zeichen daneben, das sah aus, es wäre zur Dekoration oder so. Na, was war das jetzt? Wichtige Fühler, muss für kritische Dame. Sieht man das irgendwie nicht bei ihren Dings? Sie hat übrigens neue Stiefel, ne? Ach, da hinten die Dinger, okay. Okay, die sieht man natürlich so nicht. Wo ist ihre... Hat hier diese... Also nicht. Bohnenkraut. Ja, irgendwann werde ich ja wohl über die Schaufel hier stolpern, ne? Nehme ich an. Ich noch weiter gucke. Ich gucke. Also ich hoffe jedenfalls. Mein Gott, hier geht's immer weiter. Stehe ich, was mit diesen Dingern auf sich hat. Wurde mal erklärt, als wir ja zum ersten Mal reingegangen sind. Ich hätte erst da oben hingehen sollen. Das sah aus wie eine Sackgasse. Boah, jetzt ja mal weiter. Oh, da ist eine Schaufel. Ist das die Schaufel? Auf der Schaufel steht Harmfall. Aber kein Zeichen vom Markams Namen. Das ist wohl nicht. Sollen wir weitersuchen? Wenn sie erst, müssen sie ja nicht irgendwo in der Nähe sein. Wieso wohl übersehen haben? Keine Angst, meinen Augen entgeht nichts. Da muss sie jemand mitgenommen haben. Nehmt die auch einfach mit, verdammt. Wer will denn einfach so eine Schaufel mitnehmen? Wo soll ich das wissen? Sicher gibt es irgendwo da draußen eine Schaufel an, Fanatiker. So ungefähr wie du ein Blastia-Fanatikerin bist. Ich bin nicht fanatisch. Es ist etwa, wir scheitern an diesem Auftrag. Das Objekt, das wir holen sollen, ist nicht mal hier. Scheitern ist etwas anderes. Und doch, dein Kunde könnte in diesem Punkt eine leicht andere Meinung haben. Hey. Und was ist mit der hier? Warum sollten wir sie sinnlos mitschleppen? Wir sollten sie einfach hier lassen. Es könnte den nächsten Schaufanatiker, der vorbeikommt, sehr glücklich machen. Du weißt ja, wie sich so jemand fühlt, nicht wahr, Rita? Du weißt schon, dass du mit dem Feuer spielst. Ich denke vielleicht was. Jeder, der an solchen Ort eine Schaufel vergisst, muss etwas mit der Ausgrabung zu tun haben, oder? Hm, ja, das stimmt wohl, aber warum bringen wir sie nicht dem Kunden und lassen ihn entscheiden, was er damit macht? Hm, vielleicht kennen die beiden ja diesen Harmfall. Das ist unser Problem zwar nicht, aber bringen wir sie ihn mit. Nimm die doch einfach mit, ist doch vollkommen egal. Naja, ist die das? Vielleicht kennt er seinen eigenen Namen nicht, hat seinen Namen versprochen. Warum sollte man die ja nicht mitnehmen, ey? Ich verstehe die Logik nicht, mein Gott. Leute, es ist nicht so kompliziert. Ja, ihr schleppt eine Schaufel mit euch herum. Ja, mein Gott. Schleppt doch so viele Sachen schon mit euch herum. Okay, das ist ein bisschen nervig, dass ich jetzt keine heiligen Tränke habe. Ich habe vergessen, die aufzustocken. So, boom. Den Rest hier muss ich übrigens auch noch erkunden. Ach. So, Truhen, kommen. Irgendwas Geiles. Amulett. Okay. Verändert Status. Das ist so wie die Schleife hier aus. Aus dem Final Fantasy Spielen, nehme ich an, ne? Es ging alles Status. Veränderungen wie Moon. So, jetzt müssen wir noch den Rest hier untersuchen. Jetzt, wo ich so über die Karte gucke, ist halt eigentlich nicht so kompliziert, ne? Finde ich jetzt. Muss einfach eigentlich. Es wird ja auf der Karte angezeigt, wo ja noch so kaputt machbare Wände dran sind, ne? Oder wo noch Gänge sind, die man nicht erkundet hat. Also ist jetzt eigentlich nicht. Ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Hier muss eine Truhe sein jetzt. Hier ist nix. Doch.
Rotes Basilikum. Irgendwas mit diesen Lichtern auf sich haben, ne? Ich muss wahrscheinlich jeden einzelnen von diesen Dingern anmachen. Warum nicht? Untergeschoss 2. Boah, Junge. Ist überhaupt nicht lang der Weg oder so, ne? Eine Karte des Schreins. Ja, irgendwie schon, ne? あんた地図なら何でもいいの。うん。全ての地図は男のロマンだよ。そんなロマン知らねえ。地図見せろ。道さえ分かりゃいいから。あ、ちょっと。まだ魔物の居場所を書き込んでないよ。はい。 Wir bauen keine Karte. Seid ihr eigentlich irre heute? Was er versucht ja unser Überleben zu sichern, indem er eine Karte zeichnet und Juri nimmt die ihm weg oder so, so wie das jetzt gerade aussah. Eine Plauderei. So. Doink. So, da oben ist noch ein. Dann müssen wir noch mal ins zweite Untergeschoss. Ne. Na, perfekt. Da war es ja eigentlich mit den Untergeschossen, ne, die es hier gibt. Na, perfekt, nur ein Raum. Salbei und Eisenkraut. Bin jetzt nicht so dolle, der Anführer. まあ、書いた本人なら大丈夫だろう。な、カロル先生。えっと、こっちが北で、今の位置が、あれ？今の位置はここ。北は逆よ。お、ジュディすごいな。それに引き換え、何？書いた本人がこれ？あれ？僕、こういう室内の地図とか苦手みたい。笑ってる場合じゃないだろう。ほら、行くぞ。 Jetzt ist es auf einmal wichtig, ne? Das wird gerade die Karte weggenommen, Juri. So. Gut, hier gibt es noch zwei Räume, sehe ich gerade. Dann können wir auch hier rausgehen. Den Rückweg erspare ich euch dann. Und ja. Also nicht. Kann ja sein, dass hier irgendwas Geiles noch ist, ne? Weiß man ja nicht. So. Kabuya. Sieht aus, als würden sich seine Haare weiß färben. Für eine Zeit. Mhm, danke. Hier war gar nichts geil. So, jetzt pass auf, in dem Raum ist auch nichts. Wäre der absolute Krachei. Kabuya. So, irgendwas Geiles, neue Waffe oder irgendwie sowas. Los, komm, bitte keine Kräuter oder so. Du willst mich jetzt hier auf den Arm nehmen. Giftband, geil. Aha. Geh weg. Gut. Dann sehe ich euch am Ausgang oder am in Darngriff wieder, nehme ich an. Also bis gleich. Okay. So, ich habe eine Schaufel. Nehmt die an. Das ging schnell. Habt ihr sie bereits gefunden? Nein, wir haben sie da unten nicht gesehen. Da muss jemand anders sie mitgenommen haben. Oh je. Komm mal, Kopf hoch. Es tut uns wirklich leid. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Wenn jemand Schuld hat, dann nicht. Ich habe sie dort immerhin liegen lassen. Hm, wenn du möchtest, können wir uns nochmal umschauen. Immer sagte mit den jungen Ferntiger. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Nicht doch du, Rita Chiquita. Tut mir leid, dass ich das sagte. Dass du Unsinn redest. Ich habe nicht erkannt, dass die Schaufel jetzt tatsächlich so viel bedeutet. Glaubst du wirklich, wir finden da unten irgendwelche Hinweise?
Hallo, das sage ich doch. Andererseits finden wir ja vielleicht doch etwas, wenn wir noch mal nachschauen. Moment, wartet mal. Die Chance, etwas zu finden, ist ein ausreichender Grund. Ich bin dabei. Ich komme auch mit. Oh, Mark, hast du gehört, diese Leute werden weitersuchen. Zum Zahlen muss im Gegenzug allerdings etwas besser ausfallen. Carol lässt sich wirklich nichts entgehen, was? Danke, aber Hilfsbereitschaft wäre mehr als genug. Aber Mark, warum? Ich war positiv überrascht, stolz zu finden, die verstanden haben, wie wichtig die Schaufel für mich ist. Wenn bei den Gilden ein Auftrag erledigt ist, dann ist Feierabend. Wir werden von der Röhrenpforte machen, da keine Ausnahme. Ja. Ihr habt euer Bestes gegeben. Es macht mir nichts aus, euch dafür zu bezahlen. Tatsächlich? Das ist nur fair. Ich werde meinen alten Freunden Lebewohl sagen und einen neuen finden müssen. Genau, so musst du es sehen, Mark. Naja, wir müssen weiter. Oh, Moment noch, kennt ihr zufällig einen Herrn Harmfall oder ein Fräulein Harmfall? Harmfall? Ihr meint meine Harmfall? Deine? Vielleicht hast du mich falsch verstanden. Harmfall, dann geht es dir trotz allem gut? Was? Moment mal, du meinst doch nicht... Ja, das ist Harmfall, eine legendäre Schaufel, die seit Generationen seiner Familie gehört. Und welch Glück heute mit uns ist. Also dann ist der Name auf den Griff der Name der Schaufel? Sieht so aus. Ihr Idioten. Boah. Ja, und wieder ein Job mit gutem Ende. Diesmal müssen wir uns wohl bei Estelle bedanken. Wie bei mir? Es war dein Vorschlag, die Schaufel mitzunehmen. Ja, wenn du nichts gesagt hättest, Estelle, hätten wir die Harmfall zurückgelassen. Das war doch nichts. Ich habe nur irgendwie gedacht, dass wir sie mitnehmen sollten. Und doch. Ich fühle, dass ich das erste Mal meine Arbeit für die Gilde geleistet habe. Das ist super. Dann lass uns schauen, dass es in Zukunft so weitergeht. Wer hätte das gedacht? Warum sollten da auch zwei Schaufeln sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Also so weit von klar, dass die den seine ist. Ich habe mich ja die ganze Zeit gewundert, warum die überhaupt nichts gesagt haben. Hallo, wir haben ja die ganze Zeit so eine Schaufel dabei. Übrigens. Ja. Das ist klar. So, kannst du irgendwas mit diesen Fühlern machen, die ich gefunden habe? Oh, anscheinend schon. Schnellpaket, Krit, ja. Okay. Alles klar, danke. Oh, noch was? Valkyrie-Paket. Ah, cool. Jetzt kann sie diesen Helm ausrüsten, mehr oder weniger. Ja. Ja, blöde. Fand ich irgendwie besser, in neueren Tales aufspielen, dass du mehrere Klamotten da hinpacken kannst, anstatt nur eine. So auf ein Accessoire limitiert zu sein, ist ein bisschen all. Ich hätte viel mehr Spaß in Tales of Berseria, wo du, weiß ich nicht, jeden irgendwie voll viele Sachen geben konntest. Da war am besten. Ich liebe es, diese auszutoben. Du standst vorher nicht hier, glaube ich. Doch, okay. Alles klar, dann geht's mal zurück nach Mount Temsa. Und ja, das wäre dann auch, glaube ich, das Letzte, was ich jetzt hier machen will, ehrlich gesagt. Weil ich langsam irgendwie mal weitermachen will wieder. Ja. Ich meine, da sind noch einige Orte, die ich nicht erkundet habe, aber mal schauen. Ja, vielleicht gehe ich doch mal durch, ich weiß noch nicht. Ich will jetzt ehrlich gesagt nur ein Part hier mit so Skits und so was alles machen. Mit Cutscenes. So, warte mal hier. Feuerlilie verloren. ここ。こんなところに。もしかしてレーブンの騎士団にいた友達って。無駄に生きてる奴がいりゃ、無駄に命を散らす奴もいるのよ。ジンマ戦争の時に亡くなったのね。そうそう。哀れよね、人間って。
そうだったんですか。俺様以上の手だれでね。家宝だっていう迷宮を常に携えた勇敢な騎士だったのよ。そういえばあの弓どこを行っちまったんだ。オッケー、merken。無駄な生き方してりゃ恨み事の一つも言いに化けて出てくるかと思ったんだけど。 Okay, wir rennen ja noch ein bisschen durch. ね、ちょい暗くならないでよ。暗くなるような話しといて何って言うんだ。いや、まあ、すまんね。とにかく、キャナリー、静かに眠っとくれよ。ナムナム。ね、何か落ちてくるよ。 なんです？おいおい、マジかよ。なんだそれ。キャナリの大切にしてたコンパクトだ。でもどうしてその人の幽霊がどこかであなたのことを見てたのよ。きっと幽霊ってそんなわけないでしょ。偶然よ偶然。偶然ってこれがたまたまそれを拾った鳥が落としてったのよ。きっとそう。 っていうか、もしかしてそのキャナリっていうおっさんの友達って女か。女？何？おっさんの曰くつき？ちょっとリタッチ、目が輝きすぎ。おっさんのそういう話ってなんか面白そうだから。ないないない、何もないってよ。大事、あいつには惚れた男がいたって話だし。じゃあ片恋ってやつかしら。 一方通行の戦場をかける恋、叶うことなく彼女を散る。悲恋ですね。あのな、まあ何とでも言ってちょうだい。ケナリ、とりあえずこんな奴らと元気にやってるぜ。タシュンシピクル So, und ich renne jetzt noch mal hier durch die Gegend, um diesen Bogen zu suchen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der vielleicht hier sein könnte. Also ja, wir sehen uns dann.